Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man eine automatische AFK-Fischfarm bauen kann, mit der man dann ganz einfach AFK angeln kann und auch XP bekommt. Und man kann durch das Angeln eben sehr coole Items bekommen, wie zum Beispiel verzauberte Bücher oder verzauberte Bögen, verzauberte Angeln und Namensschilder und halt eine Menge Zeug, was halt doch ziemlich nützlich sein kann. Zum Beispiel kann man auch Bücher mit Mending zum Beispiel angeln und das ist natürlich eine richtig coole Sache. Und die Farm ist ziemlich einfach zu bauen, die geht sehr schnell. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Video. Hier seht ihr jetzt einmal, was wir alles für die Farm brauchen und das ist wie gesagt nicht besonders viel. Wir brauchen einmal natürlich Kisten und einen Hopper, dann brauchen wir einen Zaun, wir brauchen eine Eisenfalltür, einen Noteblock, eine Eisendruckplatte, dann brauchen wir noch irgendeinen Block, den brauchen wir allerdings nur kurz, den bauen wir danach wieder ab. Und dann brauchen wir Wasser und natürlich auch eine Angel, damit wir dann auch später angeln können. Und dabei empfehle ich euch natürlich die Angel zu verzaubern. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel Mending drauf, Unbreaking 3, Luck of the Sea und auch Lure, also Köder. Und das sorgt eben dafür, dass wir eben durch Mending und Unbreaking erstmal, dass die Angel nicht kaputt gehen kann, egal wie lange wir AFK sind, weil man kriegt ja Erfahrungspunkte durchs Angeln. Und durchs Mending wird dann halt die Angel immer wieder repariert. Und Luck of the Sea und Lure, also Köder und Glück des Meeres, die sorgen halt dafür, dass man coolere Sachen angeln kann. Und halt nicht so ein Trödel nur bekommt. Und ich kann euch mal zeigen, wie viel wir hier in der Farm innerhalb von etwas mehr als einer halben Stunde gefarmt haben. Und zwar haben wir hier das ganze Zeug und das ist ziemlich nice. Wir haben hier ein verzaubertes Buch mit Power 4 zum Beispiel. Wir haben hier auch einen Bogen mit Power 4 und Infinity und noch zwei andere Bögen. Und wir haben tatsächlich zwei Angeln mit Mending. Und das ist natürlich richtig cool. Und dazu kommen noch diverse Sättel, Namensschilder und hier alles mögliche andere Zeug. Natürlich auch Essen, eine Menge Fische und so weiter. Ist also auf jeden Fall ziemlich cool. Und wie gesagt, ihr seht schon, die Farm ist sehr einfach zu bauen. Und das erste, was wir machen dafür, ist erstmal ein Block breites, 4 Block langes Loch zu machen. Das sieht dann ungefähr so aus. Da platzieren wir dann an dieses Ende erstmal zwei Kisten, dann haben wir eine Doppelkiste und platzieren hier mit Shift und Rechtsklick einen Trichter gegen. Das sorgt nämlich dafür, dass hier später die Items, die geangelt werden, eben durch diesen Trichter in die Kiste gelangen. Und theoretisch könntet ihr jetzt noch mehr Kisten da unterbauen, je nachdem wie lange ihr halt angeln möchtet, damit halt nichts verloren geht. So, als nächstes platzieren wir dann auf diesen Trichter oben drauf wieder mit Shift und Rechtsklick einen Zaun. Und auf diesen Zaun oben drauf kommt dann die Eisendruckplatte und gegenüber von dem Zaun kommt einmal der Noteblock hin und da oben drauf kommt dann erstmal ein Block, den wir gleich wieder wegmachen. Und dann platzieren wir von hier auf die untere Seite vom Block die Eisenfalltür. Dann können wir auch den Block schon wieder wegmachen und dann platzieren wir jetzt nochmal mit Rechtsklick auf den Zaun drauf einmal hier Wasser hin, dass wir dann hier so nach unten fließen. Und das war eigentlich schon die ganze Farm. Jetzt können wir uns nämlich ganz entspannt hier hinstellen und dann mit der Angel ungefähr auf die Eisenfalltür ziehen, so wie ich das gerade mache. Und dann einfach Rechtsklick gedrückt halten. Und so würde man jetzt hier die ganze Zeit natürlich AFK einfach angeln können. Und jedes Mal, wenn jetzt halt ein Fisch kommt oder irgendein Item, da würde man das jetzt automatisch einsammeln und auch automatisch die Angel wieder rauswerfen. Ihr habt das jetzt gerade gesehen. Es würde jetzt einfach so weitergehen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel schon einen Fisch geangelt. Und das Ganze kann man noch ein bisschen cooler machen. Und zwar, damit man auch wirklich AFK gehen kann, empfehle ich euch, dass ihr die Einstellung einmal ändert. Und so geht ihr da für die, ihr geht hier auf Optionen, dann geht ihr auf die Kontrolleinstellung und auf die Steuerung. Und dann hier, wo man halt den Rechtsklick hat, das ändert ihr einfach zu irgendeiner Taste, zum Beispiel nehme ich jetzt mal 0. Und dann könnt ihr nämlich zurückgehen und jetzt könnt ihr halt irgendwie irgendwas auf die Taste legen, zum Beispiel Münzen oder sowas mache ich immer. Und dann ist halt die Taste immer runtergedrückt und das sorgt halt dafür, dass ihr quasi die ganze Zeit Rechtsklick macht. Und jetzt könntet ihr halt einfach AFK gehen und würdet jetzt hier die ganze Zeit eben coole Sachen angeln. Und wenn ihr wiederkommt, habt ihr hoffentlich eine volle Kiste, eine volle Kiste, so wie das denn hier der Fall ist. Und ja, okay, jetzt habe ich vergessen, das umzustellen, so. Natürlich nicht vergessen, das hier wieder umzustellen, so. Und dann habt ihr, wie gesagt, einen Haufen cooler Sachen. Und wir haben jetzt hier auch schon immer zwei Fische geangelt und das war ja wirklich in kurzer Zeit. Und die Farm ist halt ziemlich nice, einfach zu bauen und ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Angeln in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.